Wenn ich morgens den Dahlberg hochfahre, dann sehe ich das Rathaus oftmals schon von der Sonne angestrahlt und es ist wirklich schön geworden, die Renovierung, die wir gemacht haben. Sie kommen vielleicht öfters oder weniger oft ins Rathaus, weil Sie irgendein Anliegen haben und denken sich vielleicht manchmal, was machen denn die vielen Mitarbeiter im Rathaus? Was versteckt sich hinter den Ämtern? Und wir nehmen es jetzt mal zum Anlass, endlich wieder einen Tag der offenen Tür zu machen. Sie können am 11. November von 12 bis 17 Uhr das Rathaus erleben. Wir werden im Lichthof viele Stände haben, viele Ämter werden erklären, was machen Sie denn, was versteckt sich dahinter. Sie haben bestimmt Fragen. Es gibt Vorträge, Sie können im Sitzungssaal teilnehmen an einer Live-Sitzung des Jugendparlaments. Es gibt so viele Aktivitäten, die wir vorbereiten für den 11. November, die habe ich gar nicht alle im Kopf. Deswegen schaue ich mal auf meinen Zettel und nehme ein paar Stichpunkte für Sie raus. Das Amt für Sport, Gesundheit und Städtepartnerschaft stellt seine Projekte und Aufgaben vor. Das Schulverwaltungsamt informiert über die Digitalisierung an Schulen. Im dritten Stock im kleinen Sitzungssaal gibt es Vorträge, die auch kindgerecht sind. Und unser Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft erläutert nochmal die einzelnen Stufen der Rathaussanierung, die wir gerade erfolgreich abgeschlossen haben. Es gibt eine Führung durch den Zivilschutzbunker, hochinteressant. Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit informiert mit Flyern über unsere Arbeit. Ich bin natürlich an diesem Tag auch im Rathaus. Sie treffen mich in meinem Büro, dort kann ich Ihnen das Goldene Buch zeigen und erklären. Die Amtskette wird ausgestellt, die ich bei bestimmten Anlässen trage und freue mich natürlich auf Sie, mit Ihnen, liebe Bürgerinnen und Bürger, selber auch ins Gespräch zu kommen. Besuchen Sie uns am 11. November von 12 bis 17 Uhr, haben wir für Sie viel vorbereitet. Wir freuen uns auf Sie.